Hallo, hallo und willkommen bei den 26. iPad Teacher Trainings. Wie immer ein besonderes Hallo auch an die von euch, die live dabei sind. Bitte nutzt wie immer die Chance des Chatrooms. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Anregungen, schreibt sie in den Chat hinein und ich kann dann während der Sendung noch live darauf reagieren. Ja, zur heutigen Sendung. Es wird zwei Themen geben. Das eine Thema Stop Motion, ein Thema, das schon sehr oft angefragt worden ist und das also eine einfache Möglichkeit ist, Videos zu erstellen und das sehr große Freude bei den Schülerinnen und Schülern stößt. Und das zweite ist iOS 12, das neue Update, das am Montag von Apple vorgestellt wurde. Da ich nicht genau gewusst habe, natürlich im Vorfeld, was heißt nicht genau gewusst habe, da ich überhaupt nicht gewusst habe, was in iOS 12 uns erwarten wird, habe ich nicht genau gewusst, wie viel Zeit ich dafür brauche. Es kann daher sein, dass es heute etwas kürzer ist, die Übertragung, weil es sind jetzt nicht so viele Änderungen in iOS 12, die für uns, für den pädagogischen Bereich entscheidend sind, vorhanden und daher wird dieser Bereich vielleicht nicht ganz so lang dauern. Aber zuerst einmal zum ersten Thema. Stop-Motion-Trickfilme am iPad erstellen. Ich habe heute erst zu einer Schülergruppe, die noch nie mit Stop-Motion gearbeitet habe, kurz in, ich glaube es waren 5 Minuten, die Funktionsweise der App vorgestellt. Und die Schülerinnen und Schüler haben, ich werde es dann nachher zeigen, das Beispiel, innerhalb kürzester Zeit ein ganz ein tolles Stop-Motion-Video gedreht. Das heißt, es ist etwas, was nicht besonders aufwendig ist, was relativ einfach geht und ich daher unbedingt zeigen möchte. Zuerst einmal brauche ich für Stop-Motion eine eigene Software oder kann ich es mit den Bordmitteln so quasi, das heißt mit der Software, die von Apple am iPad mitgeliefert wird, durchführen? Eigentlich nicht, denn ich müsste viele Bilder machen, die ich knapp schnell hintereinander abspielen kann. Und wer schon mal probiert hat, zum Beispiel in iMovie eine Gruppe von Bildern zu importieren, die sind erstens einmal auf eine Standardabspielzeit, glaube ich, von 3 Sekunden pro Bild eingestellt und dann ist dieser Ken Burns-Effekt, der die Bilder animiert und das ist für unsere Zwecke völlig ungeeignet. Daher Voraussetzung, ich brauche eine App, die das unterstützt. Und da gibt es im App Store mehrere, die bekannteste, die ich da verwendet habe, ist die App Stop Motion Studio. Und von Stop Motion Studio gibt es zwei Varianten, eine kostenlose und eine kostenpflichtige. Die Variante, die ich hier heute einsetzen werde, ist die kostenpflichtige, aber ihr werdet feststellen, dass zumindest die Sachen, die ich hier benötige, eigentlich, glaube ich, alle auch von der kostenlosen Version unterstützt werden. Was heißt aber kostenpflichtig? Und da möchte ich gleich auf etwas noch einmal hinweisen, das ich schon früher gesagt habe. Wenn ihr Apps für die Schule kauft, dann müsst ihr euch gut überlegen, ob ihr euch nicht beim Apple School Manager anmeldet. Und dann braucht man in weiterer Folge aber auch noch ein Mobile Device Management System, die gibt es aber auch beides gratis. Denn dann kann es sein, dass Apps wesentlich weniger kosten. Und das möchte ich euch hier an dem Beispiel der App Stop Motion Studio mal zeigen. Ich schalte dazu einmal auf den Bildschirm vom Laptop, auch vom MacBook, weil das geht dort besser. Ich bin hier auf der Anmeldeseite vom Apple School Manager und steige da gleich einmal ein. Die Adresse ist school.apple.com. Beim ersten Mal muss man sich zuerst einmal als Schule registrieren. Das wird kurz überprüft durch einen Rückanruf dann von Apple, ob das auch stimmt. Aber dann kommt man in das System hier hinein. Und eines der Dinge des Apple School Managers ist, dass man hier Apps und Bücher kaufen kann. Und das ist ein bisschen anders, wie wenn man Apps normalerweise kauft, denn hier kauft man Lizenzen, die man Schüler und Schülerinnen austeilen kann, aber auch wieder einsammeln kann. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, Stop Motion ist etwas, das braucht ihr nur im Rahmen eines Projektes für eine Woche für eine Klasse, dann könntet ihr es für diese eine Woche den Schülerinnen und Schülern der Klasse austeilen, nach der Woche wieder einsammeln und in der nächsten Woche einer anderen Gruppe von Schülern austeilen. Aber es gibt noch einen anderen großen Vorteil, ich tippe da mal oben in der Suche nach Stop Motion, um euch das zu zeigen, beziehungsweise Stop Motion Studio heißt die Variante und da gibt es eben eine Pro-Variante und das ist einmal die Gratis-Variante, die mit dem hellblauen Feld, ich gehe da runter zur Pro-Variante und da werdet ihr feststellen, aha, die kostet normalerweise hier 10,99 Euro.
Wenn ich aber davon zum Beispiel 20 Stück kaufe, ich tippe das einmal kurz ein, dann seht ihr, wird dieser Preis von 10,99 sofort zu 5,49, weil viele dieser Apps, gerade für den Education-Bereich, haben dann so gestaffelte Preise und bei 20 von diesen Apps zahle ich nur mehr 5,49. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied, ob ich 10,99 oder 5,49 zahle. Jetzt seht ihr da hinten, da ist eine Kreditkarte hinterlegt. Ich weiß, dass das für viele Schulen ein Problem ist, weil wir Schulen haben noch keine, normalerweise keine Kreditkarte. Das muss aber nicht sein. Das Guthaben für diese Apps zum Kaufen kann man genauso gut über die Geschenkkarten, die es von Apple gibt, für den iTunes Store aufladen. Ich schaue jetzt gerade, ob ich hier in der Nähe eine habe, aber möchte es euch kurz zuerst zeigen. Da gibt es hier unter Apps und Bücher auch die Möglichkeit, hier auf der rechten Seite auszuwählen, zumindest sobald er die Seite lädt. Jetzt ist das der Fall. Store-Guthaben einlösen. Und wenn man hier auf Einlösen tippt, dann könnte man einen Code, der auf so einer Karte drauf ist, eingeben. Und wenn man diesen Code eingibt, ich schalte jetzt den Laptop wieder weg, wir brauchen ihn nicht mehr. Und wenn man diesen Code eingibt, dann hat man das Guthaben da oben und kann um dieses Guthaben Apps kaufen und muss nicht jetzt mit einer Kreditkarte zwingend arbeiten. Es gibt auch noch andere Varianten. Ich kann es über einen Apple Education Partner, das heißt über einen Händler, machen, der meine Nummer von dem Apple School Manager bekommt und da zum Beispiel auch ein Guthaben aufspielen kann. So, aber jetzt zur App. Ich blende da jetzt einmal das iPad, das hier vor mir liegt, ein und ihr seht, ich habe die App, nehmen wir da wieder den Zoom-Zeiger, na, entschuldige, den Zoom-Controller, da wollten wir ihn haben, als Zeiger. Ich hab sie da unten liegen, weil ich sie vor kurzem verwendet habe und das ist eben das Symbol für die Stop-Motion-App. Öffne sie da mal und ihr seht, ich habe einen Startbildschirm, der nicht weiter verwunderlich ist. Einmal mir zeigt meine schon vorhandenen Projekte und ich kann mit diesem Plus hier ein neues Projekt erzeugen. Das mache ich einmal und dann schaltet sich an sich sofort die Kamera ein. Ich sehe es, wenn ich jetzt das da hier bewege, seht ihr das, die Kamera, dass sie allerdings. Ich verdecke da gerade mit meinem Finger die Kamera, deswegen sieht man es nicht, dass ich hier jetzt die Kamera im Betrieb habe. Eine Sache gibt es jedoch zu beachten bei einer App für Stop Motion. Ich muss in irgendeiner Weise die Kamera nachher, sprich das iPad, still halten, damit die Aufnahmen funktionieren. Da gibt es die Möglichkeit, entweder ich kann den eingebauten Ständer dafür verwenden. Ich zeige euch das jetzt hier. Das ist also da, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das normale Cover habe und das hier so einfalte, dann kann ich ja das iPad in dieser Art und Weise aufstellen und manchmal passt dieser Winkel eh, dass sich damit ein Stop-Motion-Video dreht. Die besonders elegante Variante wäre diese hier, dass ich einen Ständer für das iPad habe. Das ist im Prinzip so ein Ständer, wie man es auch verwendet, um Lampen oder Mikrofone zu halten. Und mit dem habe ich natürlich den Vorteil, dass ich das iPad in jede beliebige Position drehen kann. Und wir werden das auch machen. Außerdem hier ist jetzt ein iPad Mini und in dem Fall ist es fast angenehmer, weil die Größe des iPads dann da ja eigentlich keinen Vorteil bringt, wenn das größer ist. Ich gebe jetzt einmal dieses iPad hier zur Seite und dann nehmen wir mal das in Betrieb, beziehungsweise schalten natürlich dann auch auf dieses iPad. Mal kurz warten, bis es sich verbindet und sichtbar ist. Na, das war das Falsche. Entschuldige, das ist hier ist es. So, auch da seht ihr drauf, Stop Motion Studio, die App habe ich bereits eben hier geöffnet. Ich gehe aber noch zuerst einmal in die Übersicht hinaus und das ist unsere Übersicht und da kann ich mit dem Plus jetzt hier oben ein neues Projekt erstellen. Und dann schaltet sich die Kamera ein. In dem Fall ist sie da jetzt so nach schräg unten gerichtet. Jetzt muss man ein bisschen was über die Auslichtung natürlich drauf sagen. Es sollte natürlich hier eine gute Beleuchtung existieren, im Idealfall nach allen Seiten, damit das, was ich dann aufnehme, auch gut zu sehen ist. Hier haben wir wahrscheinlich das Problem jetzt, dass durch die Scheinwerfer, die hier von vorne kommen, die Kamera ein bisschen Probleme hat, aber wir werden das schon machen. Ja, und dann brauche ich irgendetwas mit Stop Motion. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine sehr beliebte Variante ist, dass ich mit Plastilin arbeite und Plastilin entsprechend verbinde oder ich habe also versucht, Plastilin zu kaufen und mir wurde dann gesagt, die haben es nicht, aber sie hatten Play-Doh. Das ist im Prinzip dasselbe, das heißt einfach eine färbige Knetmasse. Was sehr gut auch geht, ist, ich denke, die meisten von euch haben irgendwo noch eine Kiste mit Lego oder können so eine Kiste mit Lego auftreiben und diese
Lego-Figuren, die bieten sich da besonders gut an. Das ist hier sogar ein relativ neues Lego-Set, das ist nämlich Lego Minecraft. Da hat sich der Lego auch drauf spezialisiert. Und ich nehme da jetzt einfach ein paar von diesen Figuren von Lego Minecraft. Und ihr seht leider, bei mir ist die Beleuchtung jetzt nicht sehr, sehr günstig, weil das ganze Licht von vorne kommt. Kann ich jetzt hier nicht ändern, weil das hat Aufnahmegründe wegen der Kamera vor mir. Aber es geht mir ja heute, euch einmal nur das Prinzip zu zeigen und ob da jetzt die Aufnahmequalität dann so perfekt ist. Macht nichts. Ich nehme da jetzt noch ein paar weitere Figuren. Diesen hier, glaube ich, das ist ein eher unfreundlicher Charakter, eher in Minecraft. Und dann gehen wir da noch so eine Kiste, dass wir ein Ziel haben. Und damit habe ich schon mal meine Objekte. Die Richtung, von der ich das aufnehme, die obliegt natürlich mir. Ich kann also ein Stop-Motion-Video, das ich wirklich genau senkrecht von oben aufnehmen mache. Ich kann so wie hier so ein bisschen schräg von vorne machen. Es kommt sehr stark auf den Zweck darauf an, was ich machen möchte. Das Video, das ich euch nachher zeige von den Schülern, das ist genau von oben aufgenommen und ist mit Plastilin, wie gesagt, einmal produziert worden. So, was kann jetzt diese App, was die normale Kamera nicht kann? Ich kann prinzipiell hier ganz normal jetzt mit diesem roten Auslöseknopf einmal ein Foto machen. Das ist nichts weiter Verwunderliches. Und dann habe ich aber die Möglichkeit, dieses alte Foto über das jetzt vorhandene drüber zu blenden. Und zwar geht es hier auf der linken Seite mit diesem Schieberegler, den ihr seht, den kann ich jetzt verändern. Dann wird das Ganze ein bisschen transparenter. Und wenn ich jetzt die Position eines Objektes ändere, dann seht ihr noch so quasi den Schatten von vorhin und auf die Art und Weise kann ich schön Bewegungen machen. Sobald ich die neue Position habe, gehe ich da wieder auf Auslösen, dann kann ich es wieder ein bisschen weiter bewegen, gehe wieder auf Auflösen, drehe es noch in die Richtung und so weiter. Ich mache das jetzt einmal, bis wir da bei der Kiste sind. Gleichzeitig werden wir auch da diesen unfreundlichen Charakter da auch ein bisschen näher bringen. Jetzt wackelt das ein bisschen. Lassen das einmal etwas näher herangehen. Und da auch noch einmal. Jetzt wandert der auch wieder ein bisschen näher. Jetzt habe ich unabsichtlich die Kiste auch verschoben. Das war eigentlich nicht geplant. Und so weiter. Ich mache das jetzt noch ein paar Schritte. Und glaube aber, die meisten von euch können sich schon vorstellen, wie das dann im Produkt ausschaut. So, lassen wir es gut sein, einmal bis dahin. Und jetzt kann ich das abspielen. Ich habe ja gleich über dem Auslöseknopf einen Abspielknopf. Und dann spielt er mal einmal in einer Endlosschleife vor, was ich bisher aufgenommen habe. Schauen wir uns das an. Ja, also entschuldige bitte für die ganz schlechte Lichtqualität. Das ist einfach die Situation hier in diesem Setting mit der Kamera begründet. Gut, machen wir mal einen Stopp. Wie gesagt, wenn ich jetzt mit einer normalen Kamera einfach nur die Bilder gemacht habe, dann hätte ich zum Beispiel diese Möglichkeit, dass ich mir das letzte Bild jeweils einblende, nicht gehabt. Und das ist aber wirklich eine ganz große Hilfe dann bei der Art und Weise, wie diese Dinge bewegt werden, das entsprechend zu machen. Was kann ich in der App noch machen, wenn ich ein derartiges Video drehe? Übrigens nur zur Information. Das ist schon aufwendig. Im Normalfall drehe ich mit 5 Bildern pro Sekunde. Das heißt, dass ich allein für eine komplette Minute 5x60 300 Bilder benötige. 300 Bilder und vor allem je feiner ich diese Abstufungen mache, umso schöner ist die Bewegung der einzelnen Gegenstände. Das heißt, wenn ich schön machen will, ist es viel Arbeit, gar keine Frage. Deswegen wichtig, wie gesagt, dass das iPad stillsteht. Bei mir eigentlich gar nicht so gut, weil das ist ein bisschen wackelig, der Ständer. Ich würde euch empfehlen, sprecht einmal mit den Werklehrern, die bauen euch vielleicht ein Tischerl, wo man das iPad drauflegen kann. Und im Idealfall klebt man auf dieses Tischerl auf der Unterseite noch so LED-Leuchtstreifen, batteriebetriebene, dann hat man gleichzeitig eine Beleuchtung, denn das Problem ist mit dem Tischel, dass ja das iPad selber einen Schatten auch wirft und das möglicherweise dann hier ein Problem darstellen kann. Ja, was kann jetzt die App dazu? Schauen wir vielleicht einmal kurz in die Einstellungen dieser App hinein. Ihr habt da dieses Zahnrad für die Einstellungen und wenn ich auf dieses Zahnrad drauf tippe, habe ich ein paar Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die hier ist, und das ist hier bei diesem
tachoartigen Nadel, die vorletzte Sache, das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist mit wie vielen Bildern pro Sekunde ich arbeite. Ich meine, ein sehr flüssiger Film müsste mit fast 25 Bildern oder so gedreht werden, das ist bei einem Stop-Motion-Video aber nicht notwendig, da darf man das ruhig sehen, dass das so ein bisschen ruckelhaft ist und daher finde ich diese Standardeinstellung von 5 Bildern pro Sekunde eh in Ordnung. Was kann ich sonst noch machen? Da wo 4K steht, könnte ich die Auflösung verändern. In dem Fall, wenn wir es in der Schule verwenden, würde ich da jetzt nicht unbedingt auf eine zu große Auflösung gehen, weil einfach die Dateien dann sehr groß wären und damit der Austausch im Nachhinein schwierig ist. Ich kann auf diesem Auswahlmöglichkeit mit diesem Rahmen entscheiden, welches Format ich möchte, ob ich 16:9 Format möchte. In dem Moment, wo ich es über einen Beamer präsentiere, ist 16:9 an sich immer das beste Format. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Einstellungen, die jetzt nicht ganz so wichtig sind. Was aber eventuell wichtig ist, ist hier das Menü Kamera. Bei diesem Menü Kamera kann ich einstellen, wie die Belichtung ist, indem ich hier auf die Kamera gehe und dann auf das M und kann sagen, es ist entweder nicht nur Belichtung, sondern auch die Schärfe auf automatisch oder was ganz günstig ist, ist diese Variante automatisch gesperrt zu wählen. Das ist die, die jetzt bei mir ausgewählt ist. Drittens könnte ich auch noch Belichtung sperren und Belichtung und Fokus manuell einstellen. Warum kann das wichtig sein? Ich hätte es eigentlich bei mir jetzt hier auch machen können, schon einmal gleich, weil man mal sieht, da schaut schon ein bisschen besser aus. Ich gehe da jetzt mal zuerst wieder hinauf, dann sieht man jetzt, ist es sogar überbelichtet, das ist natürlich ein Blödsinn, aber ich gehe da jetzt einmal auf Auto und dann werden wir händisch eingreifen hier noch in die Belichtungskorrektur, wir werden schon ein bisschen dünkler machen. Und ihr seht, also es war nicht nur die Kamera von vorne, sondern es hat hier eindeutig auch das iPad ein bisschen schlecht reagiert. Und jetzt muss man aufpassen, ihr seht es, kaum fahre ich mit der Hand hinein, ändert er die Belichtung. Und da ist es dann sinnvoll, dass man hier nicht auf automatisch geht, sondern auf manuell geht, die Belichtung einmal einsteckt und ihr seht, wenn ich jetzt mit der Hand hineinfahre, passiert gar nichts. Ja? Das heißt, ich zeige es euch jetzt noch einmal dann ab hier, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Ich schalte jetzt wieder diese Geistbilder ein und dann gehe ich einmal auf diesen Auslöseknopf. Genau gesagt, ich gehe jetzt nicht gleich auf den Auslöseknopf, sondern unter dem Auslöseknopf, seht ihr, ist noch ein Timer. Und da kann ich einstellen, dass automatisch Bilder geschossen werden, zum Beispiel hier alle 10 Sekunden. Dann brauche ich nicht immer auf den Auslöseknopf drücken, sondern kann mich voll und ganz auf die Figuren konzentrieren. Muss nur schauen, dass ich halt rechtzeitig die Finger dann wieder rausnehme aus der Kamera, dass sie nicht mit am Bild drauf sind. Ich zeige euch das jetzt. Also ich starte jetzt einmal das. So, also da sind wir erst fertig. So, starten wir mal. Dann seht ihr, es läuft so ein Timer. Ich warte jetzt, bis er das erste Bild gemacht hat. 10 Sekunden klingt lang, aber wenn man da verändern möchte, dann drauf, dann ist es gar nicht mehr so lang. So, jetzt haben wir unser Geistbild, können das in Position bringen. Ja, vielleicht, ja, die Kiste hätte man nicht verrücken sollen, weil die kann sich nicht von selbst verrücken. Er hat das nächste Bild gemacht. Wir gehen da eins weiter. Und der, nehmen wir an, der fürchtet sich, geht da ein bisschen nach hinten. Und warten wieder kurz, bis das Bild gemacht ist. Jetzt ist es der Fall. Jetzt drehe ich es weiter. Der geht noch einmal ein bisschen weiter da nach hinten. Bild ist wieder gemacht worden. Der geht ran, der ein bisschen nach hinten. Bild ist wieder gemacht worden. Und jetzt schieben wir weiter nach, solange bis der eine aus dem Bild vielleicht heraus ist, dass wir da noch einen Übergang haben. Ja, gehen wir noch um eins weiter raus. Auch noch ein bisschen nach, aber geschwind den Finger raus. Gut, lassen wir es mal gut sein bis dahin. Ich schalte jetzt einfach wieder den Timer hier aus und jetzt schauen wir uns nur diesen Teil von hier weg einmal kurz an und dann werdet ihr feststellen, okay, das schaut jetzt schon von der Auflösung ein bisschen besser aus. Da haben wir die dunklen Bilder, aber das ist ganz gut. Dann kann ich euch gleich zeigen, wie man Bilder löschen kann. Wenn ich jetzt sage, diese erste Serie ist nichts geworden, dann gehe ich einmal auf dieses Bild drauf, habe hier die Möglichkeit löschen, also eigentlich auswählen, auszuwählen, tippe dann so weit entlang, bis alle ausgewählt sind und gehe dann auf löschen. Dann sind diese Bilder weggelöscht und jetzt kann ich mir es wieder in dieser Endlosschleife anschauen und jetzt seht ihr das. Also es war wirklich
eine ganz wichtige Sache hier in meiner Situation, zum Beispiel die Belichtung auf manuell zu stellen, weil die automatische Belichtung hier mit den Lichtverhältnissen überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Also hier diese Variante. Diese Variante mit den Lego-Figuren funktioniert sehr gut. Ich schalte da jetzt das einmal wieder weg, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ich drehe es dann nach hinten. Die Variante mit den Lego-Figuren funktioniert, wie gesagt, sehr gut. Es gibt aber auch noch viele andere Varianten. Diese Lego-Figuren-Variante ist dann toll, wenn ich zum Beispiel eine Geschichte erzählen möchte. Wenn ich zum Beispiel etwas anderes, ich habe eine Anwendung einmal gemacht für eine Kollegin für den Unterricht in Ernährung und Hauswirtschaft. Da ging es darum, wie ein bestimmtes Rezept gemacht wird. Und die Schüler wollten da nicht eigentlich selber unbedingt gefilmt werden. Und deswegen haben sie das mit Stop Motion gemacht. Und es hat einmal damit begonnen, dass die einzelnen Zutaten einmal langsam ins Bild gewandert wurden. Die haben sich ein bisschen gedreht dabei, damit es etwas netter ausgeschaut hat. Dann sind sie so quasi in die Schüssel hineingesprungen, wo sie hineingehören und so weiter. Und auf die Art und Weise haben wir ein recht nettes Video zur Ernährung und Haushalt gemacht. Ähnliche Vorgangsweise habe ich gemacht in Physik, Chemie, genau gesagt in Chemie. Da ging es um die Anleitung, einen Versuch durchzuführen. Da kann ich natürlich selber die Schülerinnen und Schüler filmen, während sie diesen Versuch machen. Aber ich kann auch auf die Art und Weise, wie ich es jetzt vorhin gezeigt habe, mit so einem Stop-Motion-Video die einzelnen Elemente dieses Versuches einfach so schrittweise einblenden. Ich zeige jetzt gleich, da nehmen wir das iPad zuerst uns wieder her. Noch ein paar Sachen jetzt innerhalb von diesem Stop-Motion, blenden wir den Bildschirm wieder ein. So, jetzt haben wir ihn wieder da. Also erst einmal vielleicht dann eine Arbeit, die Schülerinnen und Schüler gemacht haben, oder die kann ich dann nachher zeigen, aber vielleicht, was mache ich jetzt mit dem fertigen Produkt, das ich gehabt habe. Ich habe jetzt, nehmen wir an, hier einen Film, nehmen wir an, es ist dieser Film hier, mein Stop-Motion-Film. Was kann ich mit dem weitermachen? Nun, ich habe Gott sei Dank eh das vertraute Symbol, das eigentlich alle Anwendungen unter iOS verwenden sollten für die Freigabe da unten. Und das war, entschuldige, noch einmal zeigen, hier dieses Rechteck mit dem Pfeil. Und wenn ich das jetzt auswähle, dann kann ich das Ganze als Film exportieren. Das ist, wenn ich hier oben Teile Film wähle. Und wenn ich das mache, habe ich halt die üblichen Varianten, wie ich es dann freigeben kann. Ich kann auf Video sichern gehen. Dann ist es ganz normal in meiner Kamerarolle, also bei meinem Fotoalbum drinnen vorhanden. Ich kann es schicken per AirDrop, ich kann es in verschiedene andere Dinge importieren. Ich kann natürlich auch Projekte untereinander austauschen. Wenn ich möchte, dass eine andere Gruppe an dem Projekt weiterarbeite, dann schicke ich das ganze Projektfile und dann kann die nächste Gruppe mit dem, was sie hier drinnen hat, arbeiten und dann entsprechend das machen. Ja, die zweite Variante oder die dritte Variante wäre eben nicht mit Lego zu arbeiten, sondern, wie ich es vorhin gesagt habe, mit Plastilin, mit Knetmasse. Und ich habe das heute eigentlich in einer Art und Weise angewendet, die eher unüblich ist für Stop-Motion-Videos. Es ging um die Prozentrechnung und ich wollte diese Formel für die Prozentrechnung in irgendeiner Weise noch auf kreative Art und Weise verfilmen lassen, dass sich die Schülerinnen und Schüler anschauen. Und das hat eine Gruppe von 3 Schülern bekommen. Bei der Gelegenheit meinen Dank an den Ada, den Christoph und den Pierre, die das übernommen haben. Und die haben aber wirklich Also ich glaube, die Einschulung war nicht einmal gescheit 5 Minuten und davon haben wir mehr Zeit verbracht mit dem Inhaltlichen, was die Formel für die Prozentrechnung betroffen hat, als das eigentliche Film. Und das Ergebnis möchte ich euch jetzt hiermit zeigen. Ich schalte da zuerst ein. Gehen wir mal auf die Vollbild, damit wir es ordentlich sehen. Variante, und dann spiele ich euch dieses Video vor. Das ist das fertige Video. So, na, das war das Ende. Entschuldige, jetzt von Anfang. Wie gesagt, die Schülerinnen und Schüler haben keine Hilfestellung mehr bei mir dabei bekommen. Die haben das wirklich komplett alleine
gedreht und sich komplett alleine überlegt, was sie da machen, und war aber kein Problem, ist wirklich innerhalb kürzester Zeit passiert. Und der Vorteil auch von diesen Stop-Motion-Videos ist es, normalerweise muss ich Schülerinnen und Schülern, die ein Video drehen, die Möglichkeit geben, zum Beispiel in irgendeinen Gruppenraum oder ähnliches zu gehen, um sich zurückzuziehen, damit einfach die Störungen vom Rest der Klasse nicht da sind beim Filmen. Bei dieser Art von Stop-Motion-Video, die jetzt hier ohne Ton ist, war das überhaupt kein Problem. Die haben das währenddessen, während die anderen an anderen Dingen gearbeitet haben, einfach in der Klasse gedreht und es kam eigentlich dazu keinen Problemen. Damit sind wir beim Thema Ton. Was ist jetzt, wenn ich das vertonen wollen würde? Ich gehe da jetzt zurück in die App und ich habe die Schüler gebeten, dann mir am Schluss ihr Projektfile zu schicken. Da ist hier dieses Projektfile und da seht ihr gleich, achso, einblenden sollte ich es auch. Da seht ihr gleich, das ist das Falsche, entschuldige, dieses iPad, da seht ihr gleich, dieser Film ist gerade mal 19 Sekunden lang und hat 159 Bilder benötigt. Also die ganz einfache Variante zu filmen ist das sicher nicht. Da gehört schon einiges an Geduld und Sorgsamkeit dazu. Aber was wollen wir? Wir wollen letztendlich, dass Schülerinnen und Schüler irgendwelche Inhalte verinnerlichen, sich besonders intensiv damit auseinandersetzen, und das ist hier allein schon durch den Aufwand, den das Drehen von so einem Stop-Motion-Video benötigt, gegeben. Ich gehe da jetzt auf Bearbeiten, das ist hier unten der Pfeil, der Kreis mit einem Pfeil, und da sieht man also, können wir durchscrollen durch die verschiedenen Bilder bis zum Bild 160 nach hinten, das wäre dann das letzte. Das haben sie sich auch selber überlegt, dass da am Schluss die einzelnen Knetmasse-Teile wieder zu färbigen Kugeln und dann aus dem Bild herausgehen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das lieber aber auch vertonen, das wäre kein Problem. Darum brauche ich mich beim Drehen selber noch überhaupt nicht kümmern. Ich habe dann hier die Möglichkeit mit dem Mikrofon, muss natürlich beim ersten Mal einen Zugriff erlauben, das ist eh klar, mit dem Mikrofon eine Aufnahme durchzuführen und so im Nachhinein das Ganze zu vertonen. Das heißt, wenn ich da jetzt auf Aufnahme klicke, bereit machen für Aufnahme, erzählt ein. Heute lernen wir über die Formel zur Prozentrechnung. Die Grundformel lautet: Prozentwert ist Grundwert mal Prozentsatz durch 100. Wenn ich sie umforme, so und so weiter, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie das funktioniert. Und jetzt seht ihr es hier unten an dem Symbol für die, an dem Musiksymbol. Ich habe da jetzt einen Ton hinterlegt und wenn ich es jetzt abspiele, hat das Ganze im Hintergrund dann meinen gesprochenen Text. Ich könnte aber natürlich, wenn die Schülerinnen und Schüler das lieber machen, diese Vertonung des Videos auch nachher in iMovie durchführen. Ja? Aber im Prinzip würde es die App selber unterstützen. Das heißt, ich bräuchte da nicht sehr viel machen. Was die App auch kann, das sieht man hier, wenn man auf die Kameraeinstellung geht, hier drauf. Es gibt hier die Möglichkeit, ich kann umschalten zu Green Screen. Dann würde das, ich habe vor einiger Zeit, ich glaube zwei oder drei Teacher-Trainings habe ich einmal gezeigt, dieses Arbeiten mit dem Green Screen. Da könnte ich vor einem grünen Hintergrund, und der wäre ja in dem Fall nicht aufwendig, weil ich arbeite ja in sehr kleinem Raum, also zum Beispiel einfach einem grünen Stück Naturpapier im Hintergrund, könnte ich den Hintergrund ausblenden und stattdessen durch ein anderes Bild, das ich mir auswähle, hier ersetzen. Die dritte Variante, die recht praktisch ist, statt dass ich die Kamera hier dieses iPads verwende, könnte ich auf einem zweiten iPad, das ist hier bei dem iPad Mini ohnehin der Fall, ich hole mir da jetzt das iPad Mini noch einmal, eine zusätzliche App noch von Green Screen von der Firma installieren. Und diese App heißt Remote Camera. Schau kurz, es ist ein Remote Camera, es ist ein grünes Symbol, ihr seht es hier, spiegelverkehrt, hier drauf. Und da habe ich die Möglichkeit, das dann so zu machen, dass ich nicht die eingebaute Kamera von diesem iPad nehme, sondern ich gehe jetzt hier auf Remote Camera, starte die App auf dem anderen Gerät, dauert ein kleines bisschen, bis er sie findet, und dann kann ich dieses hier, gehen wir nochmal zurück und wieder raus, vielleicht braucht das, muss es schon eingeschalten sein, wenn ich es verwende, und da unten habe ich jetzt stehen, konfiguriere, na, das war es nicht. Er hat sie noch nicht gefunden. Ich hoffe, es sind über beide Geräte im WLAN. Bei mir hat es vorhin gut funktioniert. Vielleicht hängt es mit dem Anschluss jetzt über HDMI-Kabel möglicherweise zusammen. Auf jeden Fall, normalerweise findet er jetzt dieses zweite iPad und dann kann das zweite iPad als Kamera verwenden, die ich dann von diesem Gerät an auslöse. Und das kann ganz praktisch sein, weil damit brauche ich auf dieses andere iPad nie drauf
Drauftippen. Damit habe ich dieses Verwackeln, das beim Drauftippen passiert, nicht und habe auf jeden Fall ein schönes Bild. Wie gesagt, muss ein bisschen schauen, vielleicht hat es jetzt hier aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, aber vorhin habe ich es gehabt und da hat es eigentlich wunderbar funktioniert in der Klasse. Wie gesagt, nennt sich Remote Camera und diese App ist auf jeden Fall bitte gratis. Die braucht man nicht kaufen, sondern die ist gratis runterzuladen und kann vielleicht einfach im Workflow dann einen Vorteil bringen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen eine Ahnung bekommen von Stop Motion. Die Ideen dazu müsst ihr selber finden. Viele Möglichkeiten findet man, wenn man einfach im Video unter Stop Motion Video, auf YouTube unter Stop Motion Video sucht. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Da gibt es auch Anleitungen, zum Beispiel, wie man es auch mit dieser Stop Motion App machen kann, dass ein Objekt fliegt. Das heißt zum Beispiel, ein Ball, den ich wirfe, sich in der Luft bewegt. Da kann man mit Knetmasse zum Beispiel als Hilfsmittel arbeiten und dann die Knetmasse im Nachhinein retuschieren, dass man das nicht mehr sieht. Da gibt es aber genügend Anleitungsvideos, das möchte ich euch jetzt nicht hier zeigen, sondern da würde ich euch einfach empfehlen, sucht im unter YouTube, unter Stop Motion Studio und da findet ihr diese ganzen Beispiele. Ja, damit kommen wir zum Thema 2. iOS 12 Updates von der Worldwide Developer Conference. Am Montag dieser Woche war die Keynote von Apple zur Worldwide Developer Konferenz und wie erwartet wurde dort die neue Version des Betriebssystems, die Version iOS 12, vorgestellt. Ich habe jetzt hier ein Gerät, auf dem ist iOS 12 installiert. Ich wechsle das jetzt einmal kurz aus und stecke das hier an und warne nämlich insofern, als es sich derzeit hierbei um eine Beta-Version für Developer, für Entwickler handelt. Diese Version ist nicht vorgesehen, dass ich sie auf einem Gerät, das ich tagtäglich benötige und auf das ich mich hundertprozentig verlassen soll, anzuwenden. Dafür, soweit ist sie noch nicht so ausgereift. Wobei ich sagen muss, ich selber habe eigentlich bisher noch keine Probleme jetzt mit diesem Gerät hier gehabt, aber trotzdem, ich würde das nicht machen, ich würde mal warten, bis zumindest die Public Betas, die öffentlichen Betas rauskommen, oder aber so eilig haben wir es ja nicht, spätestens im September gibt es dann und da möchte ich euch das dann vorstellen. So, und jetzt nehme ich mal da einen kleinen Schummelzettel zur Hand, denn es gibt natürlich ganz, ganz viele kleine Änderungen. Ich möchte mich aber auf jene Änderungen konzentrieren, die für uns in der Schule überhaupt eine Rolle spielen. Aber dazu blenden wir jetzt zuerst einmal den Bildschirm hier ein. Und ja, was vielleicht schon auffällt, ist, dass sich hier im oberen Bereich das Kontrollzentrum, nicht die Kontrollzentrum, sondern die Statuszeile, die ganz oberste Zeile, ein bisschen verändert hat von den Symbolen, die dort vorhanden sind. Das ist aber im Prinzip jetzt nicht so eine große Veränderung. Manche Sachen werden aber sehr gut angezeigt. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht funktioniert, weil es hat schon mal funktioniert, aber das kann vielleicht auch damit zu tun haben, dass eben das eine Beta-Version ist. Normalerweise zeigt er einem oben jetzt mit einem sehr netten Symbol, wenn das iPad zum Beispiel per HDMI angeschlossen ist, dann ist es da oben sichtbar. Das ist jetzt einmal nur eine Kleinigkeit. Was in der Verwendung sofort dann aber auffällt, ist, dass das Kontrollzentrum anders aufgerufen wird. Und so wird es jetzt aufgerufen, indem man mit dem Finger von oben einen nach unten zieht. Dann bekommt man hier dieses Menü im Kontrollzentrum. Und dieses Menü vom Kontrollzentrum ist daher nicht so wie früher gleichzeitig mit dieser Multitasking-Ansicht, wo die ganzen geöffneten Apps sichtbar sind, sondern es ist wirklich allein vorhanden. Und das funktioniert natürlich genauso gut, wenn ich es aus irgendeiner App heraus aufrufe. Wenn ich da jetzt in den Browser hineingehe, gehen wir da irgendwo hin und ich ziehe hier mit dem Finger hinunter, funktioniert das genauso. Das heißt, ich kann sehr schnell auf die wichtigsten Funktionen, die hier in dem Kontrollzentrum drinnen sind, zugreifen. Was sich nicht geändert hat, ist, dass leider hier nur 4 Symbole in der linken oberen Ecke sichtbar sind. Wenn es aber wie dieses hier ein iPad ist mit einer SIM-Karte, dann sind es eigentlich 6 Symbole. Man sieht es, wenn man ein bisschen länger oben bleibt. Das heißt, das Symbol für AirDrop ist hier relativ versteckt, aber ich denke mir, das ist nur eine Gewöhnungssache, man muss es halt einfach wissen, wo es ist. Das ist einmal jetzt was so bei den vom Handling passiert ist. Für uns in der Schule ist es interessanter, dass es 2 neue Apps gibt.
Oder es gibt eigentlich mehrere, aber zwei sind für die Schule interessant. Das eine ist, hat die App Sprachmemos. Ich habe sie hier in der Mitte, seht ihr sie. Es ist dieser schwarze Symbol mit dem roten-weißen Ausschlag drauf. Diese Sprachmemos, die hat es früher gegeben nur fürs iPad, iPhone, und jetzt sind sie auch am iPad. Und es war so, wir haben bisher schon eine Aufnahmefunktion gehabt, und zwar haben wir meistens für Aufnahmen in GarageBand verwendet, das Mikrofon. Das Problem war nur, wenn ich was in GarageBand aufgenommen habe, dann war es relativ umständlich, dieses Ergebnis jetzt dann entsprechend zu exportieren, dass ich zum Beispiel dieses Audio-File jetzt in eine Keynote einfügen kann. Das ist jetzt bei Sprachmemos ganz einfach. Ich zeige das einmal kurz vor, ich starte das einmal. Dann habe ich einfach links unten einen Aufnahmeknopf. Das ist ein Sprachmemo. Ich stoppe den Aufnahmeknopf. Ich kann das jetzt gleich mal abspielen im Hintergrund. Das ist ein Sprachmemo. Ja, hat geklappt. Und dann aber, und das ist dieses einfach Unkomplizierte, wenn ich jetzt zu diesem Sprachmemo wechsle, das war jetzt hier, das war es nicht, sondern welches von beiden habe ich jetzt aufgenommen? Ich glaube, ich habe es nicht abgespeichert. Oh ja, das hier war es. Ja, oder vielleicht war es auch ein anderes, ist jetzt ganz egal. Aber ich habe jetzt hier ganz normal oben, ihr seht es, das Freigabesymbol, das Rechteck mit dem Pfeil. Und wenn ich auf dieses Freigabesymbol draufgehe, habe ich unter anderem links unten die Auswahlmöglichkeit kopieren. Und auf die Art und Weise kann ich diese Sprachmemo jetzt völlig unkompliziert in irgendeine andere App integrieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Keynote, in einer Präsentation, ich öffne das jetzt, hier diese Sprachmemo drinnen haben möchte, ich tippe ein bisschen länger drauf, wähle dann einfügen, einsetzen heißt es in dem Fall, und ihr seht, ich habe hier den Abspielknopf und kann sofort das abspielen. Und das ist eine sehr schnelle Variante. Mir fallen dazu viele Anwendungen ein. Wir haben also in Numbers, habe ich gezeigt, ein Beispiel, wie man dort Vokabeln, Dateien erstellen kann. Und ich habe euch gezeigt, wie man Bilder hinzufügen kann. Und auf die Art und Weise kann ich jetzt auch ganz einfach zum Beispiel eine Audio-Abspielmöglichkeit hinzufügen, wo dieses Vokabel entsprechend gleich vorgelesen wird. Bisher war das eben, wie gesagt, entweder ich habe stattdessen in Keynote mit Plus in Wirklichkeit mit der Kamera ein Video eingefügt, obwohl ich vielleicht das Video gar nicht gebraucht habe, weil ich ja nur das Audio gebraucht habe, oder ich bin den Umweg gegangen über GarageBand und habe mir das Audio von dort geholt. Aber jetzt habe ich eine ganz einfache Möglichkeit, Audios dort hinüberzubringen. Eine weitere App, die neu gekommen ist, die also nicht vom iPhone stammt, sondern überhaupt jetzt mit durch die verbesserten Fähigkeiten von Augmented Reality entstanden ist, ist die App Measure. Und für die App Measure kann ich mir schon auch einige spannende Anwendungen für den Unterricht überlegen. Was kann die App Measure? Ich brauche einmal irgendeinen Gegenstand oder einen Körper, das kann aber auch das ganze Zimmer sein, was es besonders spannend macht, wenn ich zum Beispiel das beim Klassenzimmer einfach ausprobiere. Und jetzt kann ich, wenn ich die App Measure einschalte, die übrigens üblicherweise hochformatig funktioniert, da schalten wir mal um, kann ich diesen Gegenstand anvisieren und dann wähle ich mir da eine Ecke aus, mache Add a Point und lasse das iPad messen, wie lang ist das jetzt. Und jetzt sehen wir das, wenn wir das da jetzt verkleinern, auf die Art und Weise, er hat mir jetzt hier die Länge von dem gemessen, das sind 18 cm. Dann nehmen wir hier die Breite, gehen wir da nach hinten, das sind 12 cm. Und dann könnte man noch da unten die Tiefe hier messen, das sind 2 cm. Ja. Wenn ich da ein bisschen weiter hinausgehe, kann ich jetzt dann einen Screenshot gleich daraus machen. So, ist jetzt passiert gerade. Und mit diesem Screenshot könnte ich natürlich jetzt weiterarbeiten. Da können wir zuerst einmal das einmal zurechtschneiden. Ich brauche ja da die ganzen anderen Teile nicht. Und habe hier einen Körper mit einer entsprechenden Bemessung. Das können wir ja gleich in Fotos sichern. Oder wir könnten hier gleich mit dem Freigabepfeil einfach gehen auf Kopieren. Und ich habe gerade vorhin eine Keynote geöffnet. Jetzt könnt ihr mir gut vorstellen, dass man einfach hinüberwechselt in die Keynote. Dieses Bild hier einfügt. Einsetzen, du musst ein bisschen von der Größe her zurecht machen, dass das da hineinpasst. Und dann kriegt der Schüler gleich als Aufgabe, er soll jetzt gleich daneben die Rechnung für das Volumen dieses Körpers durchführen. Wenn ihr iPads, das hier ist jetzt ein iPad 2017, da funktioniert ja auch der Apple Pencil, da könnte man es besonders so, ich sollte wieder umschalten auf Querformat, sonst sieht man nichts.
So, na, kein Format. Das funktioniert jetzt gerade nicht. Moment, da muss ich kurz abschalten oder machen wir es hier im Computer. Da funktioniert es besser meistens. So, jetzt geht's. Also nein, das ProQuerformatik, da sind wir. Ja, und jetzt könnte ich den Apple Pencil nehmen und könnte da einfach mit rechts, mit Plus und Zeichnung einfügen, anfangen hier die Berechnung durchzuführen und so, was weiß ich, Volumen ist gleich. Und dann könnte ich einfach hier die auf die Art und Weise gemessenen Größen eingeben und so weiter. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und da wären jetzt wieder diese Voice-Memos ganz interessant, dass ich zumindest dass ich den Schüler auch noch auffordere. Das ist natürlich jetzt bei dem ja nicht der Fall. Dieses Voice-Memo hier, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Das können wir hier rauslöschen. Also ich muss zuerst einmal das Zeichnen natürlich fertig machen. Jetzt können wir dieses hier löschen. Ich weiß gar nicht, was ich da aufgenommen habe damals. Ja, und können stattdessen ein sinnvolles Voice-Memo erzeugen und könnten jetzt hier den Schüler aufzufordern, das Volumen eines Quaders berechnet man, indem man Länge mal Breite mal Höhe rechnet. Dann machen wir das fertig, gehen auf Fertig. Vorhin, glaube ich, habe ich zurückgetippt, das war natürlich der Fehler. Und jetzt habe ich dieses Voice-Memo, gehe hier oben auf diese Freigabe, kopiere es und wechsle hinüber in die Keynote-App und füge jetzt hier das ein. Und damit habe ich also eine Kombination aus dem Körper, den ich bemessen habe. Wie gesagt, sehr spannend, stelle ich mir vor, zum Beispiel Flächeninhalt des Bodens der Klasse auf die Art und Weise zu berechnen. Volumen irgendeines Kastens, der in der Klasse steht. Und ich kann jetzt hier, natürlich kann ich das auch mit dem Maßband haben, aber hier wird die Möglichkeit noch dazu, dass ihr dann mit einem Bildschirm, mit einem Screenshot, mit einer Bildschirmaufnahme, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, gleich den Gegenstand fotografiere mit seinen ganzen Bemessungen drinnen und das hier im Rahmen einer entsprechenden Rechnung dann umsetze. Wäre also ein Beispiel für Measure-App, die geht sicher auch noch bei anderen Dingen. Was kommt noch hinein, was vielleicht jetzt nicht direkt mit uns, mit der Schule zu tun hat, aber vielleicht ein gutes Argument den Eltern gegenüber ist? Es gibt jetzt einen neuen Bereich in den Einstellungen, das nennt sich Bildschirmzeit. Und diese Bildschirmzeit gibt mir die Möglichkeit, hier haben wir es, die Einstellung Bildschirmzeit, mir durchzulesen, wie viel Zeit habe ich mit gewissen Apps verbraucht. Und das wäre eine sehr sinnvolle Art und Weise, wie Schülerinnen und Schüler ein bisschen reflektieren könnten, wie ihr Umgang mit diesen Geräten sind. Man könnte theoretisch auch, wenn das über die Familienfreigabe mit den Eltern verbunden ist, den Eltern die Möglichkeit geben, hier die Zeit, die die Kinder mit bestimmten Apps oder insgesamt am iPad verbringen, in irgendeiner Weise ein bisschen zu reglementieren. Das ist der Bereich Bildschirmszeit. Ein paar Kleinigkeiten, die sonst noch dazugekommen sind, die aber vielleicht auch ganz praktisch ist, wer von euch mit Screenshots gearbeitet haben. Ich verwende zum Beispiel Screenshots ganz gerne, indem ich, guten Abend übrigens an den Peter, der hier online ist, ja, ich verwende Screenshots sehr gerne, zum Beispiel wenn ich hier in der Karten-Apps Flyovers mache. Ich weiß nicht, ob der das schon ausprobiert hat, aber viele von den größeren Städten bieten eine Flyover-Funktion, zum Beispiel New York, Paris oder so. Man muss aber gar nicht so weit gehen. Ich kann auch nach Graz gehen. Graz bietet es zum Beispiel, wird es ebenfalls angeboten. Und wenn ich Graz auswähle, habe ich hier diese Variante Flyover. Und wenn ich Flyover starte, kriege ich so einen multimedialen Flug über Graz. Ja, es dauert ein bisschen, er muss das erst einmal reinladen. Und dann beginne ich eine Stadttour. Und Stadttour bedeutet, dass er bestimmte Sehenswürdigkeiten in Graz anfliegt. Wir haben da jetzt vielleicht ein bisschen Internet-Engpässe, weil ich ja gleichzeitig dieses Video hier nach YouTube streame und gleichzeitig das hineinlade. Und dann kann ich den Schülern sagen, wenn ihr eine bestimmte Sehenswürdigkeit, die entscheidend ist, erreicht habt, dann macht einen Screenshot, um das festzuhalten. Ich warte da jetzt einmal kurz ab, bis er... muss ich noch einmal starten. Das hätte ich nicht machen dürfen, was ich da gerade gemacht habe. Also hinunterziehen, so kann ich es. Ja. Und jetzt fliegen wir da in Richtung Schlossberg und ich möchte das jetzt gar nicht zu lang warten. Und zack, machen wir einen Screenshot. Dann haben wir hier den Schlossturm
Schlossberg fotografiert. Und dann komme ich ja in diese Markierungenansicht. Und diese Markierungenansicht hat einen kleinen Schönheitsfehler gemacht. Man konnte hier die Strichdicken der Stifte nicht verändern. Und das war dann teilweise je nach Auflösung des Bildschirms ein bisschen ein Problem. Und das geht jetzt Gott sei Dank, wenn ich jetzt länger oben bleibe auf einem Stift, kann ich hier zwischen sehr dicken Stiften, ich mache da jetzt einfach mal nur irgendwelche Striche, um das zu zeigen, oder aber eben sehr dünnen Strichen hin und her wählen. Ich habe auch nicht nur mehr nur diese 2, 4, 6 Farben, also weiß und schwarz sind eigentlich keine Farben, aber drinnen, sondern ich habe jetzt hier auch ein Auswahlrad, wo ich noch ganz völlig andere Farben, da jetzt zum Beispiel eine grüne Farbe oder so, verwenden kann. Nehmen wir da einen dicken Highlighter als Beispiel und so. Ich glaube, das war jetzt weniger grün, da habe ich jetzt irgendwas anderes getippt, aber ist ja egal. Eine entsprechende Farbänderung. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber oft sind es diese kleinen Dinge, die einem das Leben dann leichter machen. Und ein Beispiel eben dafür war das. So, ich lösche jetzt hier gleich das Bildschirmfoto. Wir fliegen gerade weiter und kommen hier zur Murinsel. Also eine tolle Möglichkeit, eine Stadt virtuell zu erforschen. Vor allem dann, wenn es Städte sind wie zum Beispiel jetzt New York oder ähnliche, wo man nicht so ohne weiteres eine kleine Exkursion einmal hinmachen kann, sondern da mit dem vorlieb nehmen muss, was in der Klasse an Möglichkeiten ist. Einziges, was ich bei den Flyover-Touren schon dazu sagen möchte, beziehungsweise ich warnen möchte, die brauchen schon sehr schnelle Internetverbindungen. Das heißt, wenn ihr, Sekunde, ich muss da kurz umschalten, wenn ihr nicht die superschnelle Internetverbindung habt in der Klasse, dann timet es irgendwie so, dass das nicht alle Schüler gleichzeitig probieren, weil dann wird es sicher nicht gehen, sondern dass das immer abwechselnd ein Schüler nach dem anderen durchführt. Ja, viel mehr an Änderungen, die jetzt so nach außen sichtbar sind, sind in iOS 12 nicht, denn die meisten Änderungen sind so quasi unter der Haube passiert. Ihr werdet feststellen, dass auch bei älteren Geräten vor allem, dass das System schneller geworden ist, dass das System stabiler geworden ist. Wie gesagt, das ist hier eine Developer Beta. Ich hatte auch die Developer Beta der verschiedenen Vorgänger dieses von iOS 12 oben und ich habe eigentlich noch keine Developer Beta erlebt, die so stabil war wie hier diese. Aber wie gesagt, das war ja auch das Hauptziel bei iOS 12. Das Hauptziel war jetzt nicht Designänderung oder großartig viele neue Funktionen dazu zu geben, sondern das System stabiler zu machen. Und ich denke mir, das ist etwas, was für uns in der Schule fast genauso wichtig sind wie irgendwelche tollen Funktionen, dass das Ganze stabil läuft und hier keine Probleme auftauchen. Sollte ich noch weitere Beispiele entdecken in iOS 12, denn viele dieser Dinge, die man im Moment weiß, sind einfach durch verschiedene User, die sich halt damit gespielt haben, entstanden. Es gibt jetzt nicht wirklich diese große Beschreibung, wo man nachschauen kann im Moment, was Neues drinnen ist. Sollte ich noch weitere entdecken, dann werde ich im Laufe des nächsten IP-Teacher-Trainings auf jeden Fall noch einmal darüber berichten, beziehungsweise spätestens dann im September, kurz bevor iOS 12 dann wirklich veröffentlicht wird ist und für alle zur Verfügung steht. Was leider noch nicht veröffentlicht ist, das sage ich gleich dazu, ist eine App, auf die wir Lehrer, wahrscheinlich zumindest diejenigen, die sich damit auseinandergesetzt haben, schon sehr begierig sind. Das ist die App Schoolwork, die in Zukunft da sein wird, um diesen Arbeitsablauf des Lehrers, des Austeilens von Materialien, Einsammeln, den Wissensstand der Schüler zu überprüfen, helfen kann, und auf die bin ich schon sehr neugierig, aber ich befürchte, dass es bis zum nächsten IP-Teacher-Training sich auch noch nicht ausgehen wird. Und damit sind wir schon bei dem Thema, die nächsten IP-Teacher-Trainings. Wie immer möchte ich darauf hinweisen, dass wir parallel zu dieser Sendung, achso, das haben wir gesagt, geht nicht, da muss ich kurz hierher gehen, parallel zur Sendung diese zwei Seiten haben mit weiterführenden Informationen: IP-Teacher-Training.at, die Blogseite, und youtube.com IP-Teacher-Training. Wer YouTube-Videos sich anschaut, den lade ich ein, abonniert es und schaltet die Hinweise ein, dann kriegt ihr Nachrichten, wenn neue Beiträge draufgestellt werden. Das wird vor allem im August eine Rolle spielen, da wird es keine Live-Trainings geben, sondern da werden Beiträge einfach so immer wieder dazukommen. Das nächste Training auch noch heute in 14 Tagen wäre wieder live um 19 Uhr am Donnerstag die Möglichkeit, ein IP-Teacher-Training sich anzuschauen. Das wird auch das letzte sein, natürlich vor der Sommerpause, aber nach der Sommerpause geht es natürlich weiter. Und wie gesagt, ich habe auch für den Sommer noch Beiträge geplant. Also wer sich weiter damit auseinandersetzen möchte, hat jederzeit die Möglichkeit. Ja.
Damit verabschiede ich mich von euch und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in 14 Tagen live wiedersehen. Aber ich freue mich natürlich auch für alle, die die Videos offline oder offline stimmt nicht live anschauen und sich dann einfach die Möglichkeit ausnutzen, dass ich das Video abstoppen kann, zurückspulen kann, mir gewisse Dinge anschauen kann, sie selber ausprobieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.